zwar möchte ich Ihnen ganz gerne mein Seminar Wissenswert 1.0 vorstellen. Das besteht zum einen mal aus 4 Modulen. Das erste Modul kümmert sich um PowerPoint. PowerPoint für Profis habe ich das genannt. Da geht es nicht in, ist nicht ein Einsteigerkurs, sondern es ist schon ein Kurs, wo ich auf die Oberfläche eingehe, aber ich zeige Ihnen die ganzen Kniffe und Tipps und Tricks, wie Sie Ihre PowerPoint-Präsentation wirklich ansprechend gestalten. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie mit Presenter Media umgehen können und ich erzähle Ihnen etwas über gehirngerechte Wissensvermittlung. Das zweite Modul und das dritte Modul sind kombiniert, weil die beiden kann man schlecht voneinander trennen. Und hier geht es im zweiten Modul darum, wie Sie Ihre Lernfilme konzipieren. Wir sprechen da aktuell dann auch über aktuelle Themen, die Sie bewegen, Produktionen, die Sie planen oder vielleicht Produktionen, die Sie schon haben, die Sie verbessern möchten. Dann zeige ich Ihnen, wie Sie mit Camtasia Ihre Lernfilme produzieren. Das heißt, ich zeige Ihnen ganz genau, wie die Software funktioniert, was Sie alles damit machen können, wie Sie Medien importieren, wie Sie Interaktion hineinbringen, wie Sie schneiden, wie Sie teilen. Also alles, was in Camtasia möglich ist, zeige ich Ihnen in diesem Teil. Und im zweiten Teil von diesem Camtasia Studio zeige ich Ihnen dann auch, wie Sie sich helfen, wenn Sie sich mal versprochen haben, wenn Sie etwas umändern möchten. Nämlich dann wird es erst wirklich kompliziert, wenn die Lernfilmproduktion reibungslos durchläuft und Sie sich überhaupt nirgendwo versprechen, okay, dann geht das relativ schnell, dann brauchen Sie nur die ganze Sache ein bisschen schöner gestalten, mit verschiedenen Anmerkungen, mit Hilfestellungen, sodass Ihr Teilnehmer auch gut im Ganzen folgen kann. Dann brauchen Sie Troubleshooting nicht. Aber ich habe gelernt, Troubleshooting ist immer vonnöten, denn gerade wenn man anfängt, mit der Software zu arbeiten, kann es durchaus dazu kommen, dass man einfach mal was korrigieren möchte. Ja, Lernfilme zu Webinaren machen. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier Lernfilme, ich habe die in kleine Einheiten von 5 bis 10 Minuten oder auch 15 Minuten aufgeteilt, ich habe die thematisch aufgeteilt und jetzt möchte ich im Endeffekt gerne aus diesen kleinen thematischen Filmen möchte ich ein Autowebinar machen. Da zeige ich Ihnen auch, wie das geht und ich zeige Ihnen auch, wie Sie mit Webinaris arbeiten und wie Sie Digistore erfolgreich einsetzen. Das Ganze dauert 6 Tage in der Präsenzveranstaltung. Ich bin momentan noch am Konzipieren, wie ich das Ganze auch in einer Webinarform anbieten kann. Also Wissenswert 1.0 habe ich das Ganze genannt. Im Modul 1 geht es um Lernfilmkonzeption, um PowerPoint, um die Grundlagen, die grafischen Elemente aktiv zu nutzen, Animationen, dramaturgische Aufbereitung Ihres Lernfilms, gehirngerechte Foliengestaltung, Cliparts und Videos von Presenter Media gezielt einsetzen, nutzen. Was es da alles gibt, also kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Man kann diese Videos auch customizen, also anpassen an die eigenen Themen. Man kann da eigene Texte reinbringen. Also das möchte ich Ihnen ganz gerne alles in Modul Nummer 1 zeigen. Und wenn Sie sagen, okay, ich brauche nur das Modul Nummer 1, dann kostet das im Seminar 950 Euro und dauert 2 Tage. Und wenn Sie sagen, ich möchte es ganz gerne ganz individuell haben, gibt es ein Einzelcoaching für 2400 Euro. Da bekommen Sie wirklich alles von mir, was ich so zu bieten habe. Wir gehen individuell auf Ihre Themen ein und werden das dann auch zusammen besprechen, was Sie produzieren wollen. Und wir werden dann zusammen eine schöne PowerPoint-Präsentation erstellen. Wichtig ist, dass Sie mit einem aktuellen Thema ins Webinar kommen oder ins Seminar kommen, damit wir hier auch wirklich sehr produktiv sein können. Okay, Module 2 und 3 ist das Thema Camtasia Studio. Da geht es um die Grundlagen, es geht um die Vorüberlegungen vor der Produktion, es geht um die Technik. Sie werden lernen, wie Sie die Technik optimal einsetzen, wie Sie die Werkzeuge von Camtasia optimal nutzen und Sie werden auch lernen, wie Sie die Videos nachbearbeiten. Ich habe das Thema Troubleshooting genannt. Das dauert 3 Tage. Dieser Zeitraum hat sich als sinnvoll herausgestellt, weil es doch letztendlich ein bisschen Übung bedarf, das Ganze zu machen.
Und wenn man eben das erste Mal mit Camtasia arbeitet, dann braucht man einfach erstmal eine Gewöhnung auf die Oberfläche. Aber Sie werden sehen, dass nach 3 Tagen können Sie es. Im Modul 4 Autowebinare geht es um das Erstellen des Webinars auf der Plattform. Um zu entscheiden, soll es kostenlos oder bezahlt angeboten werden. Ich zeige Ihnen Webinares. Wir werden zusammen eine Landingpage in Webinares machen. Zeige Ihnen dann auch, wie Sie das Ganze in Digistore platzieren. Und wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie nicht, zum Telefonhörer zu greifen und mich anzurufen. Bis bald, Ihre Kirstin Hartmann.